Meine Frau ist in den 80er Jahren auf die Idee gekommen, in Salzburg ein Weinlokal aufzumachen, weil der Salzburger eigentlich nur Biertrinker war, und hat den ersten Heurigen nach Wiener Art hier in Maxkern geöffnet. Das ist unser Weinbauer, der den Wein gebracht hat. Das ist einer der ältesten Gäste. Der ist wirklich schon seit dem ersten Tag da. Ja. Dieser Teil da wurde neu gebaut, im Jahr 76 begonnen. Weil früher ist da ein Heustall gestanden, weil das war mein Fuhrwerkerhaus. Und oben waren die Quartiere für die Fuhrwerker. Und da unten war sogar die Einstellung für die Össer. Das ist die Stammtischnische. Und das war einer unserer ersten Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben wir eingeladen. Das zum Beispiel, die hat da praktisch ein Buch gebracht. Das sind halt, wie gesagt, der traditionelle Heiliger, so wie es halt in Wien und Ei sind überall. Wir haben uns halt hauptsächlich alles am Wein. Und beim Essen gibt es halt ein traditionelles Heiligenbuffet, wie es halt nur mit Salate und mit ein paar warmen Sachen. Und im Winter gibt es nur warme Sachen. Die wenigsten Salzburger wissen eigentlich, dass Maxkern einmal ein Heiligenviertel war. Es hat da zwischen 7 und 8 verschiedene Heiligenlokale gegeben, die verschiedener Größenordnung, die aber leider, oh Gottes, wieder zugesperrt haben und heute nicht mehr existent sind. Außer mein Stückel hier in der Villagasse.